Take care. Yeah. See you next time. Hello, good morning. Heute ist unser letzter Tag hier. Ja, doof. Ich habe keine Lust, Koffer zu packen. Ach so, sorry, weil ich gestern mich nicht mehr gemeldet habe. Und ich glaube, das mache ich öfter mal abends nicht. Tschüss sagen. Ja. Anna packt schon ihre Koffer. Also packt schon mal ein bisschen Sachen ein. Die haben ein paar Gardinen gekauft und so weiter für ihr neues Haus. Und ja, aber ich glaube, ich fange mit dem Kofferpacken später an. Dann, wir gehen ja nochmal los, kaufen ein paar Sachen ein und ja, danach kommt alles in den Koffer. Und draußen ist mal wieder Sonnenschein, das ist so hell. Und man hält es aber auch nicht draußen aus. Also im Schatten geht's. Sobald ich in die Sonne gehe, heiß. Ich glaube, wir haben jetzt so 8:30 ungefähr. Ich werde jetzt mal was frühstücken und dann duschen gehen. Ja, und ich freue mich in Deutschland auf eine warme Dusche. Obwohl, ich meine, hier geht es ja. Hier sind ja, heute werden es, glaube ich, 34 Grad. Bei heißem Wetter ist es ja schön, sich zu erfrischen mit einer kalten Dusche. Aber ich weiß, wie es ist in Deutschland morgens, da brauche ich schon eine warme Dusche zum auch entspannen und wach werden oder aufwärmen oder keine Ahnung, es ist ja auch Winter und ja. Hallo. Ja, süß. Scheiße. Ja. Und der Schwanz ist ja echt gebrochen. Was ist los? Hast du Hunger? Ja, wo ist der Hund? In der Ecke. Du bist auf jeden Fall das Kind von Fettnaus. So viel wie du redest, der miaut auch immer so viel. Ja, lauf auf meine Füße. Was willst du uns sagen? Okay, du willst kuscheln. Und das kleine Baby. Baby. Baby Blue. Wir sind auf dem Weg zum Mall im Tricycle. Vom Opa. So eng ist das hier. Also wir sind jetzt noch im Supermarkt und haben so viel Zeug schon im Einkaufswagen, das ist nicht mehr normal. Und ich habe gerade noch Banane und Honig Frühstücksbrei gefunden. Guck mal, Leute, das ist so übertrieben, ey. Aber es ist halt so, die haben hier so geile Sachen, die gibt's bei uns halt nicht. Man muss die ganze Scheiße kaufen. Ja. Und die haben auch viele amerikanische Sachen. Hier euer Chucky wieder, gell? Das trinken die den ganzen Tag. Chucky! Es ist nichts anderes als Kaba. Ja. Und wir laufen. Diese Luftballons da. Also dieses, wo du so eine Luftballon formst. Ja. Jetzt gucken schon wieder alle so, ey. Die gucken immer so krass. Als wären wir echt Aliens. Ich komme ja echt vor wie ein Außerirdischer, wenn ich hier langlaufe. Du bist doch ein Außerirdisch. Für Lisa bist du ein Außerirdischer, weiß. Du bist weiß. Ich hab dich nie gesehen. Weiß. Vor allem eigentlich bin ich noch weißer. Ja, die winken alle. Ja. Mal weiter. Naja. Also wir werden hier jetzt noch weiter durchschlappen. Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Und dann bezahlen. Und dann irgendwie nach Hause kommen mit dem ganzen Zeug. Wir sind jetzt fertig mit dem Einkauf. Das ist unser Einkaufswagen.
tausend Sachen. Sieht jetzt gerade irgendwie nicht so viel aus, aber ist viel. Ich habe jetzt für meinen ganzen Einkauf 1000 Peso bezahlt. Das sind 20 Euro. Oder? Ja. Und ich habe hier auch Zigaretten gekauft. Und Zigaretten sind hier voll billig. Hier kostet, ich habe zwei Stangen mitgenommen, Marlboro. Und die haben zusammen auch 1000 Peso gekostet. Also. Was ist denn das? 10 Euro? Ja, nee. 500, was sind nochmal? 500 Peso sind was? 10 Euro. 10 Euro, genau. 500 Peso sind 10 Euro, das heißt, ich habe für die Zigaretten 20 Euro gezahlt, also für zwei Stangen. Ja, war krass. Und Kat, was holst du dir hier? Ne, Fischbällchen. Aber die sind geil. Es gibt so Waffeln in Wurstform. Voll cool. Sieht so aus. Hier zum Beispiel Pineapple. Das ist halt eine Waffel. Und da ist, das ist so zusammengedingst. Und da ist halt irgendwas drin. Ich habe das mal gegessen mit einer Wurst drin. Ist auch lecker. Schmeckt diesmal anders. Es sieht immer aus wie so eine Babyflasche, finde ich. Coco Juice. Kokosnussmilch. Gesüßt. Guck mal deinen Freund. Hallo. Der ist so traurig. Der ist, guckt sehr melancholisch. Ja. Wir haben jetzt alles fertig gepackt. Wir haben halt jetzt noch rumgegammelt auf dem Bett und die Zeit totgeschlagen. Jetzt haben wir 5 Uhr und der Onkel ist auch schon da. Der fährt uns zum Flughafen nach Davao. Und er ist jetzt eine Stunde früher gekommen, weil er sagt, es ist Feierabendverkehr. Naja, gut. Also mein Koffer ist gepackt. Kat packt gerade noch ihre letzten Sachen zusammen. Und dann geht's los. Dann fahren wir los. So, wir stehen draußen jetzt mit den Koffern. Und hier wartet der Onkel. Wir haben hier locker 30 Kilo rein. Und das Haus, wie ihr so seht, werdet ihr nicht mehr das nächste Mal so sehen. Es wird alles abgerissen und neu gebaut, ja. Und jetzt verabschieden wir uns noch von der Oma und vom Opa. Ja. Take care. See you next time. Take care. See you next time. Paradise. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye. Wir sind jetzt am Flughafen in Davao und checken jetzt unser Gepäck ein. Ich bin gespannt, wie schwer unsere Koffer sind, in echt. Also tatsächlich. Ich glaube, meine sind, also meins ist echt über 30 Kilo. Ja, sind echt schwer. Ja, und ich zeige euch mal den Check-in-Schalter. Es ist sehr professionell hier. So sieht es aus. Hier sind ganz viele Schalter leer. Und wir müssen nach. Da hängt einfach oben so ein laminiertes DIN A4 Papier mit der Flugnummer und dem Reisezielort Manila. Und da muss man sich anstellen. Hallo. Wir sind jetzt im Wartebereich. Wie heißt das denn? Gate. Am Gate. Aber es ist kein richtiges Gate. Es ist einfach nur ein riesengroßer Raum.
mit ganz vielen Menschen und man wartet einfach, bis dann der Flug aufgerufen wird und dann geht man durch die Tür raus zum Flugzeug. Ganz anders als in Frankfurt. Das sind das ja echt so riesige Gates und Terminals und alles. Ja. Jeder hat so seine Privatsphäre irgendwie. Ja. Hier ist voll, jeder kuschelt mit jedem. Ja. Guck mal, wie nah das ist. Ja, und es hieß vorhin, irgendwie unser Flug hat Verspätung, aber ist auch egal, wir haben ja sowieso 1000 Jahre Zeit in Manila. Und ja, wir warten jetzt. Aber wir haben hier einen Fernseher. Beide am Handy. Jetzt wird ein Virtual Boarding ist jetzt. Please board your aircraft now through gate number 4. Once again. Ah, abgehakt. 2C, first aisle. Yes. C. Außen. Ja. Wir sind in Manila gelandet. Und alle müde. Ich glaube, ich habe so eine halbe Stunde oder so geschlafen im Flugzeug. Ja. Wir haben unsere Koffer, die so schwer sind. Ja, mal gucken, unsere Family wollte sich mit uns hier noch treffen. Also unser Vater mit den Kindern. Schauen wir mal, ob er da ist. Ah, da sind sie. Was war das gerade für ein kleines Kind? Das war alles, das war der kleine Junge von der anderen. Ich habe gedacht, so, warte mal, so nicht, das gehört nicht zur Dampffamilie. So ein Dampf ist das. Oh, was ist los? Hallo. Wie geht's dir? Oh la la. Ja. Hi, na da pa. Ohne Pagupiti. Nein, wo kann das ja hin? Ihr kennt den Winter, ja? Ja, aber richtig. Richtig kalt und richtig geschnitten. Ja, ja, genau. Minus 20 Grad nach. Anna? Ich hab Durst. Nicht so teuer. Und down, ja. Wir sitzen jetzt gerade in einem Café und trinken jetzt noch was. Und ja, mal sehen. Unterhalten uns ein bisschen. Wir haben ja genug Zeit, aber ich denke mal, die anderen sind auch müde. Antonia hat you played with a dog. You fell on the ground or? Yeah. Ah, okay. Sie ist hingefallen. What are you drinking? Salado and mango. What's yours? Caramel Macchiato. Diese kleine Dame hier Hunger hat und sie nicht entscheiden kann und nicht weiß, was sie will. Hier ist ihr Essen. Pork Teriyaki. Enjoy your meal. It's an egg? Ja. Ach, dann nix nicht so. Haba, haba. Oh, ano na naman nakita mo dyan? Danke, Manila. Danke.
Leute hier gebaut. Wir sehen uns ja wieder, aber... Take care of you. And see you next time. Good night. Tschüss. Meld dich, wenn was ist. Okay. Komm gut nach Hause. Wir sitzen jetzt im McDonald's und haben uns einen Kaffee geholt. Wir haben, glaube ich, 2:30 oder so ungefähr. Müde. Ich meine, ich habe den Punkt der ganz krassen Müdigkeit schon überwunden, aber trotzdem irgendwie schlapp halt. Ne? Ich habe mir hier so einen Iced Mocha bestellt und Anna frühstückt Popcorn. Dann werde ich den Vlog für heute beenden und ja. Wenn wir dann in Singapur sind, melde ich mich wieder.